Kommen wir zu einer besonderen Exchange-Funktion, das Plus-Addressing. Wie das Ganze aussieht und wie es Ihnen helfen kann, Ihr Postfach sauber zu halten, zeigt Ihnen jetzt Sebastian Bulan. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian und heute möchte ich Ihnen eine kleine Funktion vorstellen, die Ihnen das Leben eventuell erleichtern kann. Ich denke, viele von Ihnen kennen das. Sie stöbern tagtäglich durch das Internet, sind auf der Suche nach sämtlichen Neuigkeiten und stoßen hierbei immer wieder auf Newsletter-Anmeldungen, Möglichkeiten, um regelmäßig immer up-to-date zu bleiben. Hierbei haben Sie die Möglichkeit, sich auch an unserem Newsletter anzumelden. Eine Anmeldung erfolgt immer über eine Registriermaske. In der Registrierung geben Sie persönliche Daten ein, wie Ihren Vornamen, Nachnamen, aber auch Ihre persönliche E-Mail-Adresse, mit der Sie erreichbar sind. Nun ist es so, dass man natürlich überall verschiedenen Newslettern eine persönliche E-Mail-Adresse eingibt und je mehr Anmeldungen man durchgeführt hat, umso mehr Informationen schwappen auch in Posteingang ein. Das führt dazu, dass es über längere Zeit dann sehr unübersichtlich werden kann in Ihrem Posteingang. Wäre es dann nicht schön, eine Funktion zu haben, sodass Ihre Anmeldung an Newslettern auch entsprechend in Ihrem Posteingang korrekt einsortiert werden kann? Hierbei kann eine kleine nützliche Funktion von Microsoft Exchange Online helfen. Klassisch ist es so, Ihre persönliche E-Mail-Adresse besteht aus dem Vornamen, Nachnamen, unternehmen.de. Bei mir sebastian.bulan@team.de. Microsoft hat eine kleine Funktion namens Plus Addressing eingeführt, die Ihnen dabei helfen kann, ein kleines Unterscheidungsmerkmal, in dem Fall einen sogenannten Tag, einzufügen in Ihrer E-Mail-Adresse, sodass Sie hier ein Unterscheidungsmerkmal kreieren können persönlich. In dem Fall habe ich mal den Tag Newsletter ausgewählt. Wie kann Ihnen dieser kleine Tag nun helfen? Gehen wir zurück zu meinem Beispiel. Meine Anmeldemaske verwende ich nun hier zu meinem Demo-Postfach cloud.voice. Den kleinen zusätzlichen Tag plus Newsletter. Melde mich an dem Newsletter. Und siehe da, mein Posteingang trifft die E-Mail zur Anmeldung erfolgreich ein. Und sehe hier sofort, dass die neue korrekte E-Mail-Adresse cloud.voice@newsletter.de verwendet worden ist. Zusätzlich sehen Sie auch, dass die E-Mail in einen Unterordner namens Newsletter bei mir gelangt ist. Dies habe ich sehr einfach realisieren können, indem ich hier eine entsprechende Posteingangsregel kreiert habe, die entsprechend auf die Empfängeradresse enthält, plus Newsletter greift und alle E-Mails mit diesem Ziel in meinen Unterordner Newsletter verschiebt. Diese kleine Funktion kann Ihnen dabei helfen, Ihren Posteingang aufgeräumter zu haben und Ihre entsprechenden Informationen noch besser zu sortieren. Ich hoffe, Sie hatten einen kleinen Einblick bekommen über eine kleine nette Funktion Exchange Plus Addressing. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und noch einen schönen Tag.